Es ist irgendwie zur Tradition geworden, dass sich Spitzenvertreter der zu einer Wahl angetretenen Parteien zu sogenannten Elefantenrunden im Fernsehen zusammenfinden. Bisweilen war das auch schon mehr als unterhaltsam. Doch da kam es auf die Teilnehmer an. Nun schauen wir auf gleich drei Landtagswahlen, die nicht mehr allzu lange hin sind, und staunen heute schon über eine Entscheidung, die der SWR gefällt hat. Oder besser vielleicht gesagt, fällen musste. Der Intendant des SWR, Peter Buttgust, gab bekannt, dass die AfD nicht zur Wahlkampfelefantenrunde vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg eingeladen wird. Die Begründung: SPD und Grüne hatten damit gedroht, der Sendung fernzubleiben. Nun, da fragen wir mal nach beim Spitzenkandidaten der SPD und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Nils Schmidt. Grüße Sie in Hamburg. Guten Tag, Herr Kuhle. Ja, warum denn eigentlich nicht mit der AfD? Nun, die AfD ist nicht eine normale Partei. Und deshalb geht es nicht, dass wir ganz gelassen über Bildungspolitik, Verkehrspolitik in einer Spitzenkandidatenrunde mit AfD-Vertretern diskutieren. Die AfD ist ja deshalb so stark in den Umfragen, weil sie ganz offenkundig ausländerfeindliche Ressentiments bedient, weil Rassisten in ihr das Wort haben, weil sie gegen Muslime, gegen Flüchtlinge hetzt. Und da gibt es keine gemeinsame Wertebasis. Sie ist außerhalb des demokratischen Verfassungsbodens. Und deshalb wollen wir deutlich machen, dass diese Partei nicht eine normal wählbare Partei ist. Und deshalb bin ich nicht bereit, mit AfD-Vertretern über Landespolitik einfach so zu diskutieren. Da ist aber bei Ihnen in Baden-Württemberg irgendwas schiefgelaufen, dass die AfD dann zur Wahl überhaupt antreten darf. Wie kam es dazu? Natürlich darf jede Partei, die ausreichend Unterschriften sammelt, antreten. Entscheidend ist aber, dass die Sozialdemokratie auch aufgrund ihrer Geschichte einen großen Wert auf den Konsens der Demokraten gegenüber Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus legt. Und die AfD in Baden-Württemberg tritt mit Landtagskandidaten an, die offen gegen Ausländer hetzen, die Flüchtlinge als Eindringlinge bezeichnen, die die deutsche Wirtschaft aussaugen würden. Das ist Nazi-Vokabular. AfD-Landtagskandidaten drohen den etablierten Parteien damit, dass sie von der Macht das ausgemistet wird, dass sie vertrieben werden. Das ist ein Vokabular, was unter demokratischen Parteien nicht üblich ist und auch einer demokratischen Diskussion unwürdig ist. Ja. Und in einem Land, in dem Flüchtlingsheime angezündet werden, in dem so viele Straftaten gegen Ausländer begangen wird wie lange nicht mehr, da gilt es klar, Flagge zu zeigen. Gut, also das haben wir jetzt alles mal verstanden, was Sie an Argumenten aufzählen. Nun fragt man sich natürlich, Sie sagen, es ist keine normale Partei. Was ist dann eine normale Partei? Aber was bringt Ihnen das jetzt zu sagen, nee, also mit denen nicht? Es geht hier erstmal um eine klare Haltung. Gerade in einer gesellschaftlichen Diskussion, wo die Gefahr groß ist, dass einzelne Gruppen gegen andere ausgespielt werden, wo der soziale Zusammenhalt auf dem Spiel steht, ist es wichtig, dass wir den Kräften, die gegen Ausländer hetzen, gegen Flüchtlinge hetzen, eine klare Absage erteilen und sie nicht in ein vermeintlich normales demokratisches Gespräch einladen. Das ist immer Konsens gewesen, dass wir gegen rechtsextremistische Tendenzen in der Politik und in der Gesellschaft einen Damm errichten. Und gerade in der heutigen Zeit ist dieses wichtiger denn je. Das eine sind die Ängste, die Sorgen, auch der Unmut vieler Bürgerinnen und Bürger über die Flüchtlingspolitik. Das andere sind aber politische Kräfte, die diese instrumentalisieren. Und da muss ein klares Stoppschild aufgestellt werden. Ja, haben Sie denn Angst, dass die Ihnen die Argumente und die Diskussion wegschnappen und Sie auf Ihre Seite ziehen, die Sie eigentlich führen müssten gesellschaftlich? Ja, ich führe die Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern, weil ich spüre, dass es einen großen Unmut gibt und auch viel Verunsicherung über die hohe Zahl von Flüchtlingen, die zu uns gekommen ist. Aber ich will nicht ein Podium bieten für die Leute, die nur deshalb in den Umfragen hoch sind, weil sie gegen Ausländer hetzen. Das ist eine klare Wertentscheidung und es steht den demokratischen Parteien gut an, diese Wertentscheidung zu vertreten. Dem Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern
dieses Gespräch findet Tag für Tag statt und diese Diskussion sollten wir auch alle führen, denn natürlich läuft in der Flüchtlingspolitik nicht alles so, wie es sein sollte und deshalb wird zu Recht von den Bürgern angemahnt, dass wir den Zugang von Flüchtlingen besser steuern, dass wir in diesem Jahr den Zugang von Flüchtlingen reduzieren. Das ist völlig klar, aber dazu brauche ich kein Podium mit der AfD. Da Sie gerade den Bürger ansprechen, trauen Sie das dem Bürger nicht zu, dass er das selber entscheiden kann und dass er sich selber eine Meinung bildet anhand dessen, was dort vielleicht gesagt würde? Natürlich kann der Bürger und kann jede Bürgerin sich eine Meinung selber bilden. Das wird ja nicht vorgegeben. Aber ich bin nicht bereit, auf einer gleichen Ebene mit denjenigen zu reden, die die Medien als Lügenpresse beschimpfen, die gegen das System vorgehen, die Demokratieverächter sind und die gegen Ausländer hetzen. Das ist eine klare Entscheidung, die auch für die Bürgerinnen und Bürger eine ganz wichtige Orientierung gibt. Ja, Herr Gabriel hat sogar mit den Pegida-Leuten diskutiert. Hätte er da gar nicht machen dürfen, wenn er Ihrem Argument folgt. Ich bin sehr dafür, dass man mit allen Bürgerinnen und Bürgern diskutiert, selbst wenn sie in der Frage der Flüchtlingsaufnahme oder überhaupt der Ausländerpolitik ganz anderer Meinung sind. Das ist ja nicht das Thema. Aber es geht darum, ob wir mit denjenigen am Podium sitzen, die ihre politische Karriere darauf aufbauen, dass sie gegen Ausländer hetzen und rechtsextremistische Tendenzen in unserer Gesellschaft verstärken. Da brauchen wir aus meiner Sicht eine klare Haltung aller Demokraten. Haben Sie das eigentlich beim SWR durchgekriegt? Mussten Sie da richtig Druck aufbauen, dass der SWR dann einknickt und sagt, gut, okay, die Grünen und die SPD wollen dann nicht mehr, dann machen wir das nicht mit der AfD? Da gab es überhaupt keinen Druck, der aufzubauen war. Das ist eine Entscheidung des SWR. Der SWR hat mitgeteilt, wie er das machen will. Wir haben von den Grünen und von der SPD unsere Haltung klar gemacht, die mit dem SWR gar nichts zu tun hat, sondern die generell gilt. Und der SWR hat diese Haltung zur Kenntnis genommen und ein entsprechendes Format in eigener Verantwortung kreiert. Das ist legitim vom SWR, aber er sollte jetzt nicht irgendwie seine Entscheidung uns zuschieben, sondern es ist eine klare Haltung, die wir von Anfang an dem SWR und auch anderen Medien gegenüber kundgetan haben. Wir wollen eben nicht, dass es ganz normal ist, dass rechtsextreme Hetzer mit den demokratischen Parteien an einem Tisch sitzen. Das ist ein ganz fatales Signal auch in die Gesellschaft hinein. Haben wir jetzt verstanden, die AfD ist 5% hinter Ihnen. Sie sind bei 15% in der Vorhersage und AfD 10%. Würden Sie sich am Wahlabend nach erfolgter Wahl vielleicht dann doch an einen Tisch setzen und dann später im Parlament? Im Parlament hat jede Fraktion, jeder Abgeordnete Rederecht. Das wird selbstverständlich respektiert. Wir haben ja auch in Baden-Württemberg leidvolle Erfahrungen mit rechtsextremen Parteien im Parlament. Ich habe selber die Republikaner erlebt. Bloß in den Parlamentsdebatten hat sich das dann alles als heiße Luft entpuppt. Insofern ist es völlig klar, jeder, der demokratisch gewählt wird, ist Parlamentarier und Parlamentsabgeordneter. Und die Debatten werden dann von allen im Parlament vertretenen Parteien geführt, das steht ja völlig außer Frage. Aber wir wollen ja gerade, dass rechtsextreme Kräfte nicht parlamentarisch vertreten sind. Das hat Deutschland stark gemacht und so ein selbstbewusstes und weltoffenes Land wie Deutschland braucht auch keine Rechtsextremen im Parlament, um die Frage der Flüchtlingsaufnahme oder auch Fragen des sozialen Zusammenhalts zu lösen. Das hätten Sie vielleicht auch schon in der Elefantenrunde entlarven können, dass es heiße Luft ist, aber Sie lehnen es ab und der SWR hat die AfD ausgeladen. Dankeschön für diese Argumente und dieses Gespräch. Nils Schmid. Gerne.